and this is dubstep. Ach, Freunde, damit herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Dead Space 3. Und an meiner Seite natürlich wie immer der mit dem Sucherbord ausgerüstete Haus. Hallo, Hörchen Haus. Hallo. So, wir sind... Oh nein, nicht nochmal. Wir sind gerade auf der Suche nach dem Danik. Es haben uns schon einige Stockwerke tief in die Erde vorgekämpft. Und wir erwarten eigentlich schon jederzeit den Showdown. Warte mal kurz, guck mal nach oben. Wie kam Danik da durch? Durch den Ventilator? Er ist OP. Aktivieren, ja bitte. Because also nein, danke, aber... Because he can, weißt du? Der hat dann einfach so eine Medaillon mitbekommen, wie mit so... You can. Okay, was kommt jetzt für ein Viech? Eine Rosetta kommt. Hä? Ach, das sind einfach mehr... Die sind hier einfach. Wahrscheinlich, ja. Ist wahrscheinlich gar nicht groß, die... Vorsicht. Wenn die kommen, einfach springen. Alter, jetzt... Einfach... Ich bin abgestürzt. Weil ich bin die ganze Zeit... Ich hatte jetzt vor den Linkstrahl. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist oder ob das irgendwie... Ach, kein Stress. Also wir gehen jetzt zusammen vor und jetzt alle schön... Ja, machen wir aber nicht so schnell. Lass mal einfach die killen. Okay. Oder zum Beispiel, ich habe gerade meine MP ausgerüstet, auch unter meiner Sniper, das ist echt gut, weil die Sniper ist mega stark gegen Rosi. Und die MP echt gegen die kleinen Viecher. Und natürlich habe ich jetzt gerade meine Shotgun ausgewählt beim Restart. So, und jetzt Moment, langsam. Sorry, ich musste jumpen. Komm nach. Okay, komme. Eine Rosi down. Also man hat diesen verdammten Rechtsprall. Reload. Ach Gott, ich sehe schon wieder was. Ich werde so failen. Lol, ich kann das sogar mit meiner Kugel verlangsamen. Wie geil ist das denn? Mach schon gerade ab. Okay, geh durch. Hattest du das gerade auch oder nur ich? Ich auch. Das, ich bin beinahe in den Dinger reingezogen worden. Genau. Oder du bist. Alle tot. Ich. Isaac Clarke hat den Rest erschossen. Dann fordert Verstärkung an! Aber wie sollen sie uns erreichen? Wir können die Lüftungssysteme von hier aus öffnen. Mach deinen Weg frei für die Landungsschiffe. Sofort! So, hier liegt auf jeden Fall mal... Ein großes Verdammt. Medikit. Es wäre besser, wir finden ihn, bevor die Verstärkung kommt. Los! Ich muss ja sagen, seit wir gerade keine Nebenmissionen machen, haben wir in der Aufnahme jetzt schon 3 Kapitel gemacht. Ja. Ah, ein mittleres Medi. Irgendwas zu bauen. Artefakt entdeckt. Da ist noch was drin. Ja, jetzt habe ich auch schon versucht rauszukriegen, aber ich habe es nicht rausgekriegt. Ja, warte mal. Ich habe es auch schon versucht anzuschießen, aber... Ah, mit der Shotgun funktioniert's. Ja, aber ist nichts drin, oder? Da war nichts drin. Läuft. Ja, super. Ah, wir müssen erstmal den Strom hier hinten anstellen. Mhm. So, möchtest du an die Bank noch irgendwie was bauen? Medic-Pack-mäßig, wie sieht's aus? Sieht gut aus.
aber die zwei Sachen noch in die Bank lagern. Ja, das auf jeden Fall. Ich muss kurz um meine Shotgun gucken, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe keine Platinen mehr drauf. Tu das. Doch, habe ich. Hä? Feuerrate Schaden, Feuerrate Schaden, Feuerrate Schaden. Ja, müsste passen. Okay. Ich hatte eigentlich vorher immer 7 Schuss in meiner Shotgun und jetzt gerade. Ich habe 8 Stück. Ich vermute, wir müssen durch. Rahmen. Wir müssen durch die Tür durch, oder? Ja, genau. Alles klar. Und links. Alright, was ist hier noch? Minipack. Wir haben da eine Störung. Der missgestaltete Mond im Orbit. Er steuert die Marker. Er ist das Endstadium der Kreaturen. Oder könnte es werden? Die Bewohner dieses Planeten konstruierten eine Maschine, die den Mond in der Entstehung festfror. Aber das reichte nicht. Auch halbfertig kommuniziert das Signal des Mondes mit den Markern zu Hause. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt inmitten aller Sterne ein Netzwerk aus Geschwistermonden. Jeder Vervollständigte vernetzt sich damit und macht sie auf sich aufmerksam. Vervollständigt sich dieser, kommen seine Brüder auf der Suche nach Nahrung. Aber es gibt Hoffnung. Die Konfiguration der Maschine wurde nie beendet. Sie sollte den Mond nicht einfrieren, sie sollte ihn zerstören. Sie brauchen den Kodex. Als Schlüssel die Maschine zu entsperren und zu rekonfigurieren. Folgen Sie meiner Spur ins Herz der Maschine und beenden Sie diesen Albtraum. Also ich muss einfach nochmal andeuten, die Story ist so genial. Haben Sie das gehört? Die Maschine kann den Mond zerstören. Sie muss nur richtig konfiguriert werden. Was ist mit Danik? Es reicht nicht, Danik nur aufzuhalten. Wir müssen uns den Kodex zurückholen. Mit ihm können wir die Maschine rekonfigurieren. Warte mal, was muss ich hier... Bist du da schon dran? Mhm. Ah, du bist schon da dran, okay. Ah, hier ist noch eine Audio, hier ist noch. Okay, also, das ist einmal ein umgedrehtes L. Also, es sieht aus wie zwei I mit einem Strich unten drunter. Das erste Zeichen, okay. Ja. Dann einmal zwei waagrechte Striche. Zwei waagrechte Striche. Sei mal ruhig, lass mich mal das hören. Moment. Okay. Ich kann sie auch beschreiben, ich habe die Zeilen vor mir. Ja. Da ist so, das erste war das mit dem I. Okay, hast du das? Ja. Das zweite sind zwei. Was ist das dritte? Das zweite ist ein waagrechter. Und das dritte, das sieht aus, das ist ein waagrechter Strich. Und so im Haken drauf. Und im Haken drauf, genau. Okay. Genau, das soll es sein. Jo. Wow. Geil. Da ist Big 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 Mama rechts von uns. Mein Gott. Heilige Scheiße. Das muss das Zentrum sein. Und das muss die Maschine sein. Ja, dann mal an die Arbeit, was? Ja. An die Arbeit. Versprechen Sie mir bitte was. Wenn ich auf der Strecke bleibe, bringen Sie es zu Ende, ja. Wir bringen es zu Ende, Carver. Sie und ich. Ja, aber wenn ich nicht... Ich habe uns hierher gebracht. Das zählt doch auch was, oder? Zählt wofür? Für... Ich weiß auch nicht. Alles Schlechte, was ich getan habe. Hören Sie auf damit, Carver. Sie sind ein guter Mensch. Ich habe mich von meinem Sohn entfremdet. Meine Familie ruiniert. Isaac, ich habe Santos getötet. Macht ein guter Mensch sowas? Gute Menschen meinen es gut. Wir machen nur nicht immer alles gut. Ja,
Tut mir echt leid wegen Ellie. Mir auch. Mir auch. Hier lang! Schaff das Geräusch zur Seite! Hey, da ist Danny. Es ist noch nicht zu spät. Jetzt gibt's kein Zurück mehr, oder? Und jetzt holen wir uns den Codex. Wow. Einfach nur wow. Was für eine geile Cutscene. Ja, richtig genial. Also gigantisch. Auch dieses Zwischenmenschliche nochmal. Richtig geil. Einfach nur bombastisch. Wo kommen wir da hoch? Also, ne. Nein. Wir sind dahinter. Wir müssen nach da hinten hin. So, also, bist du bereit, Danik endlich endgültig in den Arsch zu treten, mein Freund? Ich bin schon seit der ersten Mal, wo der aufgetaucht ist, bereit, den Typen zu töten. Sie müssen damit aufhören. Alles klar. Isaac, sind Sie das? Wissen Sie eigentlich, dass Sie nicht tot zu kriegen sind? Danny, wissen Sie von dem Mond? Wissen Sie, was er ist? Teil dieses wunderbaren Ökosystems, schätze. Er ist lebendig, Danny. Er ist hungrig und er ist nicht allein. Wenn Sie die Maschine abschalten, setzen Sie ihn frei. Und dann werden er und seine Brüder unsere Marker und uns finden und uns alle töten. Woher wollen Sie wissen, was er machen wird? Sie fürchten ihn, weil Sie ihn nicht verstehen? Danik, hören Sie mir zu. Danik, hören Sie mich. Was konnte das gerade, was Sie gemacht haben? Nix. Ich hatte hier gerade nicht eine Upgrade-Platine liegen. Ja, die so, hab ich. Dieses Ding müssen wir da hinten einfügen, komm mit. Das, wo ich gerade hab. Genau. Wo bist du? Ich lauf gar nicht so schnell. Einmal hier hin. Ja, bin ich mir der Schnellste. Ich würde mal weglaufen. Oh Gott. Fire in the hole. Das war eine süße Explosion. Da kommt auch was richtig Hartes. Shotgun, du bist mein bester Freund in dem Spiel. Ich bin auf meiner Sniperino. Aber ich frage mich nur, wie kann man so besessen sein wie dieser Typ? Einer down. Beide down. Ich höre Scheiße. Typ, Dingens da, Alien. Kack, wie heißen die Viecher? Necro. Necromorphs. Das wollte ich schon die ganze Zeit sagen. Hast du das Ding? Ich wollte gucken, ob da was drin ist, weil früher war da auch was drin. Aber ja, ich hab's. Okay, dann da hinten. Ich hab's fallen lassen. Jetzt hast du's. Jetzt hab ich. Cool, da ist sogar ein Timer drauf. Nice, gemacht. Sie können nicht weit sein. Siehst du ihn? Ja, da hat der Mann. Haltet ihn um jeden Preis auf. Isaac, er entkommt. Warten Sie, ich habe einen Plan. Brauchen nochmal so ein Teil? Ja, die Frage ist, wo? Da hinten vielleicht? Ist es wieder voll? Defekt entdeckt. Jawohl, ich hab's. Sind da irgendwelche Typen mit irgendwelchen bösen Waffen, die auf mich zielen wollen? Hast du auf mich halt gar nichts geschossen, wo ich vorne stand? Alles klar. Au, das war am sechsten Rückenwirbel. Hat nicht gut getan. Guck mal die Kreaturen hier an. Sieht so krass aus, wie so ein richtiger Friedhof. Richtig geil.
Und die ganzen kleinen Marker, die hier rumstehen und so. Ja. Das ist so gut gemacht. Also, das heißt ja dann eigentlich, dass diese Kreaturen intelligent sind und diese Maschine gebaut haben. Richtig. Ich höre auch welche. Da ist eine Rosie. Bist du schon weitergelaufen? Ja. Da sind kleine. Alter, deine Sniper macht viel zu viel Schaden. Ich mach sowas von kein Damage gerade irgendwie. verbaut in den SCAF-Rahmen, der ist echt geil. Den habe ich verbaut in der Sniper. Der hat auf meiner Sniper nochmal die Hälfte Schaden mehr gebracht. Den hab ich. Oh, Wolfram. Ich hatte den auf meiner Shotgun verbaut, aber irgendwie. Oh, ganz viele kleine. Oh, Wolfram. Snack dir mal ein Medikit, Digga. Hab ich schon. Hat's hinten hat's auch noch was. Aber wir müssen eigentlich da hoch. Geht's da weiter? Da wo du gelaufen bist, geht's weiter laut B. Aber hier geht's halt rein. Ja, ich lasse. Den Ausgrabungsteams gehörten einige unserer klügsten Archäologen und Soldaten. Was mit ihnen hier unten passiert ist, dient uns allen als abschreckendes Beispiel. Das ist so bei mir. Ich glaube, das ganze Spiel ist bei mir irgendwie buggy. Ja, lass mich. Ich habe ihre Leichen im Auffangraum beschlagnahmt. Ja, optionale Mission erhalten. Das funktioniert. Sondern auch bezüglich des Artefakts, das sie in den Tiefen entdeckten. So. Sollen wir die optionale Mission machen? Hab's schon ausgewählt. Alles klar. Hast du die Audio-Nachricht schon abspielen lassen? Das war doch die, oder? Ich weiß nicht. Ja, wenn du's mal. Ja. Ich bin ruhig. Wie kommen wir denn jetzt hier wieder hin? Hier waren wir doch schon. Oder? Oh nein, jetzt sind wir in den ganzen Klingen von. Oh, bitte. Wow, mein B geht wieder, nice. Guck mal hier, was hier. Nein. Nein. Das ist so ein Unbesiegbarer. Er war nackt und zitterte, als ich ihn fand. Die selbst zugefügten Wunden, deren Sinn ich nur vermuten kann, waren tief in seiner Haut gegraben. Ich musste ihm das Artefakt mit Gewalt aus seiner kalten, weißen Hand reißen. Ein interessantes Objekt aus unbekanntem Material, das, wie es scheint, durch Geräusche aktiviert wird. Die Zeichen sind Worte, da bin ich mir sicher. Aber ohne Mittel, sie zu übersetzen, wird sein Zweck wohl ein Rätsel bleiben. Wenn ich nur mehr Zeit hätte, könnte ich vielleicht andere Beispiele finden und die Sprache entziffern. Alles klar, ich will schon die Mission machen. Ich habe die schon ausgewählt, ja. Will eigentlich in dem Spiel alles machen. Alles klar, dann los geht's, ne? Gott. Schwerelosigkeit aktiviert. Bitte? Guck mal hier hinten. Da backen irgendwelche alten Leichen durch die Gegend. So. Wie bist du gerade gesprungen? Auf Alt kann ich. Wo sind wir denn hin? Ach, da unten. Wo? Unter. Da ist ein fettes Explosionsviech, wenn ich sehe das richtig. Hab ich das gerade kaputt gemacht? Ja. Alles klar, dann lass uns mal wieder. So, sind wir hier richtig? Ne, wir müssen nochmal eins tiefer, gell? Mhm. Au! Nein. Leben die riesigen Viecher? Ja. Oh.
bin da gerade an den Nostase noch vorbeigekommen. Wo müssen wir eigentlich hin? Ich habe keinen Plan. Zu mir. Ach, ich glaube, ich weiß wo. Einmal ganz sachte wie ein wegen meinem Rücken. Alles klar. Komm her. Ja, nice. Loot. So. Oh. Eine Rosetta, wie sie leibt. Was ist denn eigentlich so grün immer? Ist das deine Taschenlampe? Nee. Irgendwas leuchtet hier immer grün. Ach, hör auf mich zum Mobbenspiel. Warum? So halt. Was mobbt dich? The game is bullying me. Nice. 2 und 2. Läuft bei uns. Geil, Mann. Ach, guck dir das mal an. Ich finde, ich liebe diese Anzüge, die sind richtig krass geil. Jo. Was war ich? So, geht jetzt B bei dir wieder oder nicht? Bei mir geht B wieder, ja. Okay. Interessant. Ja, irgendwie voll komisch, in den letzten, irgendwie hat es vorher nicht funktioniert. So, Freunde, und ich würde sagen, was sich hier auf diesem Band befindet. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.